Majoran. Ich bin Majoran, hallo. Gucken wir uns das mal an. Untersuchen wir mal den Kuhkadaver und den Leichnam des Arbeiters, den wir wahrscheinlich gar nicht finden, weil er drunter liegt. Oh. Okay, ich sehe schon. Heda, krieg dich ein. Zeig mir, was du zu bieten hast. Hoffentlich haben sie die Spur nicht versaut. Hey. Gule. Oder so. Huch. Bam, 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 Junge. Aua. Hier bleibt. Da kriege ich jetzt zum Glück nicht die mega Herausforderung. Easy, das geht. Läuft der Lachs. So, da ist übrigens ein Anschlagbrett, ne? Ich wollte nur sagen. Holen wir mal gerade hier. Was haben wir denn da Schönes? Jo. Machen wir alles. Machen wir alles. Kein Problem. So. Nein. Junge. Das muss Emil sein. Die Arbeiter haben ihn erwähnt. Armer Kerl. Hat richtig Pech gehabt. Tja, wo soll ich anfangen? Etwas Schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch. Frische Fressspuren. Mikrophagen. Die haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Starke Gewebetraumata, wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut, sie war schon tot. Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Ist ja ekelhaft. Bisswunden, klein allerdings. Offenbar von Nekrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Getwittert. Tiefe Klauenspuren. Die Breite deutet auf einen Drakoniden hin. Vermutlich ist es ein Wyvern. Aber die Todesursache sind sie nicht. Jetzt hab ich es. Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Drakonide muss sie fallen gelassen haben. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Und dann ist da noch der Kran. Oliver Kran. Dödem. Dann schauen wir uns mal den Kran genauer an. Toll. Wie kommen wir denn da hoch? Ist alles kaputt hier. Aha. Blut. Das muss ganz schön gekracht haben. Der Drakonide hat die Kuh fallen gelassen, versucht den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut, so müsste er einfach zu verfolgen sein. Drakonidenblut, winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Ach ja, die Cam. Richtig. Hallo. Geblutet hat er also. So. Oh, warte. Hm.
komm, Gati, bist du jetzt ernsthaft beleidigt? Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, komm, als ich dachte. Bitte. Dein Ernst? Warte, ich lauf zurück. Aha. Da vorne. Ich speichere nochmal. Riecht wie vergorene Maische. Der Drakonide muss mit einer Reihe der Höhe überfallen. Sind das diese Viecher, die explodieren? Ich glaube ja, ne? Uah, hallo. Oh, da sind die explodieren. Komm mal runter hier. Verdammt. Vorsicht. Jo. Moin. Ekelhaft, der Boy. So. Sei der Kran. Was? Okay, warte, ich muss erstmal looten. Kartoffeln, Birnen, das braucht man ja auch. Kirschlikör. Und eine Kiste. Wir müssen dringend noch Rüstung verkaufen. Das habe ich vorhin vergessen jetzt, ne? Beim Schmied hier. Der hat so viel Geld an uns verdient, der muss ja auf dem Dach der tausende Gelder haben. Hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Was ist das? Das hört sich so spinnig an. Krankenspuren. Hier ist er langgekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. War in schlechter Verfassung. Konnte kaum kriechen. Oh nein, der Arme. Dem geht's doch voll scheiße jetzt. Müssen wir den töten? Hm. Hier ist ein zweiter Drakonide gelandet. Ein größerer. Er hat auf den kleineren gewartet, dann sind sie zusammen weggeflogen. Sie müssten ja einfach zu verfolgen sein. Der kleinere hat freundlicherweise weitergeblutet. Sie sind zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. Was sind das? Sind das diese komischen anderen Viecher, die wir vorhin bekämpft haben? Oder sind das Spinnen? Ich kann es nicht auseinanderhalten. Hier endet die Spur. Da oben ist das Nest. Da würde ich den Hof drauf verwetten. Nee, Quatsch. Never ever. Wie kommst du da drauf, Geralt? Glaube ich jetzt aber nicht, dass da oben ein Nest ist. Nein, 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 nein. Wow. Okay, hier geht's nicht hoch. Schade. Dann halt hier. Aber ich will die. Ich will die gar nicht besiegen. Tut mir leid. Es ist also ein Schleim. Feuer? Nein. Ah, okay. Komm schon. Aua. Boah, Junge. Das ist das zerstörte Forst. Das war verdient. Okay. Der Sohn von Schleimring schaut vorbei. Freunde, das ist aber jetzt ein bisschen unfair, was ihr hier gerade macht. Warte mal. Moin. Höchste Zeit, eine Trophäe einzusammeln. Die übrigen sind noch nicht geschlüpft.
Ich muss das ganze Nest niederbrennen. Muss das sein? Das muss doch nicht sein jetzt. Sieht aus wie eine Beefy oder so. Das könnte hinhauen. Oh, hier unten ist irgendwo ein Schrein. Warte mal, Ort der Macht. Da ist irgendwo eine Höhle, da vorne. Warte. Okay, das ist vielleicht keine gute Idee, da jetzt runterzuspringen. Das machen wir aber. Nein, ich hab. Hilfe. Machen wir aber lieber nicht. Da laufen wir lieber runter. Das war doch nur optional. Ja. Ja, ich. Ja. Ne? Wenn wir schon hier sind. Hä, geht's doch da oben rein? Bin ich zu weit runtergerutscht? Scheiße. Der Höhleneingang ist oben? Der war doch. Wie war der denn oben? Warte mal. Moment. Sind wir doch hier runter, oder was? Kann man hier... Ich speichere und versuch's. Ah ja. Okay. Magie. Ein Ort der Macht. Magie. Geil. Nicht da runterspringen, bitte. Warte mal, irgendwie müssen wir hier wieder runterkommen. Ah, hier. Okay. Easy. Hol dir deine Belohnung. Okay, machen wir. Wo ist der alte Ackergaul? Weil ich jump hier erstmal runter. So. Da ist er. Moin. Hey. Gehen wir uns mal unsere Belohnung holen. Die haben wir uns ja auch redlich verdient. Redlichst verdient. Sehr schön. Hilfe. Moin. Und? Weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Jo. Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal... Wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen, für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung, aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm dies. Und danke, Meister. 300 Kronen. Mehr als der Banker uns gegeben hat. Nice. Sehr schön. Dann ist jetzt alles klar, was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack. Ich glaube, dass immer noch was faul ist. Was ist mit den Baumeistern, die die Statue zusammensetzen sollten? Vor 3 Tagen sollten sie in Ardaiso sein und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder
Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um eine Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Maul und fangt an zu arbeiten. Faules Gesindel. Gehen wir ein Stück, Meister. Natürlich. Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Wohin denn? Ich meine, das hören wir uns ja noch an. Vielleicht können wir ja helfen. Oh, toll. Moin. Und, Meister, was macht die Suche nach den Baumeistern? Tot. Sie sind verschwunden? Was soll das heißen? Was es eben heißt. Verschwunden mit reichlich Vorräten, die ich bestellt hatte. Über ein Dutzend Wagen erreichten den Bauplatz, doch 5 sind unterwegs verloren gegangen. Mit ihnen Werkzeug, Nahrung, Baumaterial und vor allem die Spezialisten, die wir brauchen, darunter auch der Oberarchitekt. Ich habe dem Architekten geschrieben, dass der Steinbruch bereit ist und er neue Pläne schicken soll. Aber der Vorarbeiter sagt, der Architekt sei schon hier in Adaiso und das heißt... Dass er auch verschwunden ist, ich verstehe. Ich sehe mich mal um. Meister... Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Doch bitte beeile dich. Ohne diese 5 Wagen können wir unser Werk einfach nicht vollenden. Natürlich. Auf den Spuren des heiligen Majoran, an den Orten, die auf der Karte mit markiert sind, stecken Transporte mit Baumaterialien und Fachleuten für Majorans Statue in Schwierigkeiten. Hilf ihnen und sieh zu, wie ein Wunder, Weltwunder errichtet wird. Ah, das haben wir doch. Wir hatten doch letztens, ganz am Anfang vom Stream heute, hatten wir sowas schon mal gehabt. Genau, 3 von 5 haben wir nämlich schon. 3 von 5 haben wir nämlich schon. Warte mal, ich mach mal hier. Wie kann ich das nochmal switchen? Nee. V war das. Wir besuchen mal den Bauplatz. Oh, okay, warte mal. Das sind 1500 Meter. Den besuchen wir jetzt nicht. Wo sind die denn? 3 von 5 haben wir nämlich schon geholfen. Okay, was ist die Frage? Was ist jetzt der Bauplatz und was ist... Okay, das ist der Bauplatz und da müssen wir helfen. Alles klar. Können wir uns da irgendwie hinporten? Wir könnten uns hier hinporten. Haben wir hier einen Port, wo wir gerade sind? Warte mal. Jo, haben wir. Gehen wir erstmal dahin. Gehen wir erstmal dahin und dann porten wir uns dahin und dann helfen wir denen. Wo ist denn das hier? Warte mal. Allah. Gib mir was zu trinken. Nee. Hier wird nicht getrunken, hier wird gearbeitet, Junge. Hier richtig? Ja, ist natürlich genau die andere Ecke. Jumai! Das könnte nicht wahr sein. Hier und sonst nirgends. Wer eine komplette Ausrüstung kauft, kriegt eine Flasche Fiorano oder. Schieb dir deine Flasche, Junge. Ich bin pleite, ich habe keine Kohle mehr. Pleite, geil. So, dann switchen wir mal darüber. Da war eh noch ein Anschlagsbrett gewesen hier. Castel Ravello. Klingt wieder so ein bisschen nach Red Dead Redemption, ne? Castel Ravello. Könnte auch von Red Dead sein. So, ach, das ist das... Au, das war der Typ mit dem Wein, ne? Ah. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Nee, ich will nur ans Anschlagbrett. Nee, will ich gar nicht. Rittergeschichten. Oh, so viele neue Quests. Klingt nach Just Cause. Oh, die Just Cause-Reihe würde ich halt auch gerne mal spielen, ne? Gesucht Meisterzauberer. Ich suche einen knallharten Mann, der sich beim Anblick von Zauberei nicht in die Hose macht und einer Hexe eine ordentliche Abreibung verpassen kann, wenn es drauf ankommt. Du findest mich beim Holzfällen in der Nähe von Fuchtsal. Mein Name ist Jakob und ich fälle Holz. Wow. Alle Idioten, die sich für besondere Witzbolde halten, warne ich, die Zeit der Witze ist vorbei. Jakob Holzfäller von Fuchtsal. Hab ich Fuchtsal gesagt? Komm schon! Ganz ruhig. Keine Schlägereien.
Just Cause 4 im Stream damals war super. Oh ja, stimmt, das haben wir mal gespielt, ne? Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, stimmt. Verdammt, hier stimmt was ganz und gar nicht. Das ist ein Schatz. Ich brauche Geld. Was jetzt, du Stück? Und ich hole mir jetzt Geld. Oh, ihr habt schöne Laternen, Freunde. Geralt, komm. Hey. Aua. So, Schluss. So. Okay, ein Tagebuch. Vergraben soll, fragt am besten alte Waschfrau. Fuchs war ein Teil des Weinguts. Ist das weit? Nö. 130 Meter, das machen wir. Komm. Ich habe Furztal verstanden. Ja, fast. Ist fast richtig. Ist fast richtig. Ist fast richtig. Was? Oh, nö. Oh, Mann. Warum? Warum, ey? Warum? Boah, Level 46. Heilige Maria. Damage aus der Hölle, Alter. Boah. Okay. Junge. Dann machen wir Quen hier. Okay, einen haben wir. Der Breakdancer. Oh, Alter. Junge. Was geht mit denen denn? Krass, die waren ja nochmal eine Ecke härter als die anderen da, ne? Junge. Heftig. Okay. Immerhin haben sie guten Loot dabei, freue ich mich. Sei gegrüßt, liebe Mutter. Ich schreibe dir versprochen kurz vor Mide irgendwas. Hoffentlich erreicht der Brief dich bei guter Gesundheit. Hier ist deinem Fortgang nicht viel Erwähnenswertes geschehen. Entgegen deinen Warnungen kommen wir gut mit den Menschen aus. Es ist faszinierend, wie besessen sie vom Tod sind. Kaolifion, stell dir das vor, hat Blatthand... Alter, was für Namen. Bloodhunite gestanden, dass sie in den Müllersohn Arnaut verliebt ist. Ich persönlich habe nichts dagegen einzuwenden, doch bei dir in Dol Platana wäre derlei undenkbar. Neulich besuchte ich das Grab von... Ja, ich weiß, das hättest du nicht gut geheißen. Seit wann scheren sich die einen Seide um die Gräber ihrer Lieben? Doch unter Menschen zu leben bedeutet zwangsläufig einige... ihre Gebräuche zu übernehmen. Jedenfalls erfuhr ich dort, dass die Menschen bei Krevan Khan ein Dorf bauen wollen. Schwierig, mir persönlich macht das nichts aus, aber wie spricht man das aus? Blood Knight? Ich weiß es nicht. Du kennst sie ja, Shri Zeta und Mordio. Das sei eine Entweihung und sie hätten einen der zahllosen, wunderbar geeigneten Orte erwählen können, statt ausgerechnet diesen. Ich hoffe, dass sich dies nicht zu einem größeren Konflikt auswächst. Wir haben es hier so gut. Rest des Briefes ist unleserlich. Unleserlich. Okay. Ich hätte jetzt aber trotzdem gerne meinen Schatz. Muss ich sagen.
Soll hier nicht irgendwo ein Schatz gewesen sein? Ah, hier ist er doch. Da ist er doch. Schön. Nice. Wunderbar. Das war er aber nicht. Das war nicht der Schatz. Ist er doch noch hier unten? Ist er nicht, ne? Nee. Oh, was ist denn das? Schriftrolle aus. Ich kann das doch sowieso nicht lesen. Dann beendet der Älteste der Ahnenseide die Rede über die Taten des Toten. Die Tuschum-hüllte Leiche. Tuschum. Ja. Ich sehe schon irgendwelche Special-Wörter, die überhaupt nicht da sind. Die tuchumhüllte Leiche wird auf einen Haufen Erlenscheiter gelegt. Eine weitere Lage Scheite wird auf ihr platziert. Wenn der Scheiterhaufen bereit ist, sammeln sich die Trauernden im Kreise darum. Der Älteste an Seide hält eine Fackel an die Scheite und 5 Familienmitglieder des Toten tun ihm gleich. Das Feuer wird die ganze Nacht bis zum ersten Morgengrauen unterhalten. Dann gehen die Trauernden nach Hause, nur um zurückzukehren. Unleserlich. Die Überreste des Scheiterhaufens werden zusammengerecht, Knochenfragmente werden herausgesucht, der Älteste gibt zuerst die Asche, dann die Knochenfragmente in eine Urne. Diese wird versiegelt und auf dem Friedhofsgelände im Familiengrab bestattet. Daraufhin gehen die Trauernden zum und wieder ist es unleserlich. Ich möchte jetzt hier auch keine Geschichte hören. Ich möchte den Schatz haben, bitte. Man gäbe mir, was ich verdient habe. Was ist das? Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. Geralt, was tun Sie da? Ich speichere mal. Zu blöd, um den Schatz zu finden, oder was? Wahrscheinlich schon, ne? Aber eigentlich haben wir die Kiste doch schon längst. Dachte ich. Ist das vielleicht ein Bug oder sowas? Fehler? Questfehler? Irgendwas? Wer sagt ihm, dass es ein Bug ist? Ist das wirklich so?